Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends. Ein Gameplay zu dem Event in World of Warships Legends. Wir sehen es hier, wir haben es geschafft, wir haben 5 Sterne hinter uns. Und ja, ich würde gerne mit euch jetzt mal hier eben kurz und knackig mal eben ja, die Schiffe durchgehen, beziehungsweise so ein paar kleine Spieletipps oder so ein paar kleine Tipps geben. Wir sehen es hier oben links, sehen wir die Map und wir sehen da, hinten unten links ist das Tor, beziehungsweise die rot gestrichelten Linien ist der Schmutz, der sich nach vorne bewegt, Richtung die Türme. Es ist tatsächlich so, es gibt das ein oder andere Schiff, das kann sich in den Schmutz drinne bewegen, sollte sich in den Schmutz drinne bewegen. Und es gibt das ein oder andere Schiff, was halt auf jeden Fall so ein bisschen tanky ist und was auf jeden Fall tanken sollte, um halt einfach so viel Schaden wie möglich einzustecken. Dann haben wir den Kreuzer, der auf jeden Fall andere sehr gut anzündeln kann. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal einfach die Fähigkeiten an. Nochmal ganz kurz zu der Map. Wir sehen auch dort die 3 Türme. Und wir sehen halt, wie gesagt, den Schmutz, der sich zu den Türmen bewegt. Das Schlachtschiff sollte ungefähr circa bei den großen Pfeil sich bewegen und sollte dann in Richtung den Türmen fahren. Auf jeden Fall, dass er die ganzen Ads auf sich zieht, beziehungsweise dass die Ads oder die anderen gegnerischen Schiffe auf euch gehen. Und das werden wir auf jeden Fall auch im Gameplay sehen. Ich habe das Schlachtschiff gespielt, Coco hat Zerstörer gespielt und Gussi hat auch Zerstörer gespielt. An der Stelle auf jeden Fall vielen lieben Dank an euch zwei. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit euch das Event durchzuknacken auf die 5 Sterne. Es war ein langer Kampf, ein schwieriger Kampf, aber wenn eigentlich jeder weiß, was er zu machen hat, funktioniert das eigentlich ganz gut. Es war auch knapp gewesen, aber wie gesagt, wir werden uns das auf jeden Fall noch angucken. Und da werden wir das auf jeden Fall auch sehen, was man mit seinem Schlachtschiff zum Beispiel zu machen hat. Wie gesagt, ich habe es mit dem Schlachtschiff gemacht und deswegen werden wir das auch aus meiner Perspektive auf jeden Fall sehen. Ja, ansonsten kann ich einfach nur sagen, wie gesagt, wir haben hier, wir gucken uns nochmal kurz die Fähigkeiten an. Wir haben einmal hier Dampfmaschinenboost, erhöht die maximale Geschwindigkeit und stellt TP wieder her, während sie im Schmutz sind. Höchstgeschwindigkeit plus 10%, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 96 Sekunden, Ladezeit 24 Sekunden, Anzahl des Verbrauchsmaterials 8. Dann haben wir hier Anti-Lenksystem, Streuung des Beschusses plus 29.900%. Das heißt eigentlich, es gehen schon recht viele Murmeln daneben und das braucht ihr auf jeden Fall auch beim Zerstörer. Ich persönlich habe es auch mit dem Zerstörer versucht. Ich habe einmal das Schiff down bekommen. Das Problem ist halt, man kann halt nur eine Position einnehmen, entweder Kreuzer, Schlachter oder Zerstörer. Und wenn dann halt die anderen Spieler, sag ich mal, im Schlachtschiff sitzen und mit dem Schlachtschiff nicht das machen, was sie machen sollen, kannst du als Zerstörer auf jeden Fall auch nicht, sag ich mal, alles wieder gut machen. Ne? Das muss man einfach dazu sagen. Es muss wirklich jeder wissen, was er zu machen hat. Das ist nicht ohne das Event. Also das sage ich auch gleich von vornherein, ne, das ist nicht so wie beschützt die Transylvania ins Tor, weil hier muss man halt alles zusammen machen. Man muss hier noch die Transylvania beschützen und raus aus dem Schmutz holen, dass die auf jeden Fall dann wieder zu den Türmen fährt. Dann haben wir hier Dampftorpedo, Torpedosetzer, Ladezeit der Torpedowerfer, 1 Sekunde Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials, 1 Sekunde Ladezeit, 90 Sekunden, Anzahl des Verbrauchsmaterials 4. Als nächstes haben wir dann hier den Kreuzer. Er hat halt die Fähigkeit, erstmal, dass er halt Schadensbegrenzungssystem und
Ladung verringert die Nachladezeit der Hauptgeschütze und stellt 100% des verursachten Schaden als TP wieder her. Ladezeit der Ladegeschwindigkeit der Hauptbatterie plus 25%. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 30 Sekunden. Ladezeit 42,8 Sekunden. Anzahl des Verbrauchsmaterials 7. Na, also das heißt, ihr macht Schaden und tut halt 100% des verursachten Schaden als TP wiederherstellen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch das Zünden und mit Torpedos, wenn es knapp wird, Schaden verursachen und dann macht, dann heilt er das, was ihr an Torpedo Schaden macht, euch an Gesundheit. Dann haben wir hier das Radar. Es ist eine sehr wichtige Sache, weil mit dem Radar kann man eigentlich die im Schmutz befindenden Schiffe auf jeden Fall orten und kann auf jeden Fall die 15 Kilometer ausnutzen und sollte so natürlich auch den Zerstörern ein bisschen Support geben, beziehungsweise auch den Kreuzer und den Schlachtschiff, die wo draußen sind, damit man das zündet. Also kann man eigentlich schon fast sagen, man sollte sich weit hinten aufhalten, ungefähr so, sage ich mal, bei dem Schlachtschiff, damit man einfach erstens mal den Heal vom Schlachtschiff bekommt, wo das Schlachtschiff setzen kann. Das werden wir uns gleich noch sehen. Und auf jeden Fall, der Kreuzer hat die höchste Reichweite von der Hauptbatterie her. Also der kann eigentlich auf alles ballern, wo es dann schon beim Schlachtschiff wieder ein kleines bisschen anders ist. Gehen wir zum Schlachtschiff. Beim Schlachtschiff haben wir hier auch Schadensbegrenzungssystem, Reparaturzone. Er schafft einen Reparaturbereich um ihr Schiff, der die TP ihres Schiffs und ihrer Verbündeten wiederherstellt. Je mehr Schiffe im Bereich sind, desto schneller werden die TP wiederhergestellt. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 60 Sekunden, Ladezeit 60 Sekunden, Anzahl des Verbrauchsmaterials 5. Elektrischer Schutzschild. Hier ist es halt so, wenn man wirklich sieht, es kommt eine Ladung Torpedos an oder zum Beispiel es kommt so ein Bossschiff wie Rasputin, dass man halt sagen kann, man kann das zünden, damit man wirklich vor eingehenden Schaden geschützt ist. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 10 Sekunden, Ladezeit 40 Sekunden, Anzahl des Verbrauchsmaterials 4. Macht ihr Schiff gegen eingehenden Schaden immun, verhindert aber keine Wassereinbrüche und Brände. Ne? Also ihr bekommt halt trotzdem Wassereinbrände und halt trotzdem die Brände ab. Ja, das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, bei dem Schlachtschiff gehen wir ganz kurz auf die Werte. Wir haben hier auf jeden Fall noch Torpedos. Das ist halt dann die Tirpitz. Wir haben hier eine Hauptbatteriereichweite von 8 Kilometer und unsere Sekundärbatterie geht 9 Kilometer. So, und ich würde sagen, wie gesagt, wir gehen jetzt ins Gameplay, gucken uns das Gameplay an und schauen auf jeden Fall, wie man sich am besten mit dem Schlachtschiff aufhält. Ja, schauen wir uns an und ich sag mal, bis gleich. Streitkräfte entdeckt.
Torpedos acht aus! Gegnerischer Kreuzer zerstört! Kreuzer versenkt. Schlachtschiff gesunken. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Konzentrieren. Gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Kreuzer gesunken. Feueralarm!
Gegnerischer Kreuzer gesunken. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Feueralarm! Torpedowerfer zerstört! Torpedos auf Steuerbord! Wir wollen nicht schlafen gehen.